Bald öffnet sich das Zeitfenster für die Pokalspiele. Ab jetzt werden alle Mannschaften versuchen, die Qualifikation zu schaffen. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Pjanic, Dybala, Khedira. Gutes Tackling. Portugal geht mit Higuain. Tolle Aktion vom Torwart. So, Pjanic führt aus. Der Kopfball, eigentlich eine gute Chance, aber am Ende fast harmlos. Ja, ne? Ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen, muss er abhaken. Da kann er ihn stoppen. Steilpass von Higuain. Gehalten von Patricio. Guerrero. Guedes. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Cristiano Ronaldo. Dos Santos. Aveiro. Für mich ist der Portugiese neben Messi der beste Spieler der Welt. Das muss man einfach so festhalten. Und wie es sich für einen Superstar gehört, zelebriert er seine Auftritte. Da kommt der Schuss. Chance lebt noch. Ball immer aus und das gibt Ecke. Kurz ausgeführt. Matuidi. Matthijs de Ligt. Higuain. Vielleicht die Führung jetzt. Starke Parade. Die Ecke jetzt von Pjanic. Gut, was die Abwehr da macht, ne? Die Kopfballchance ist nicht schlecht, aber sie machen genau im richtigen Moment zu. Ja, und dann kannst du den Ball ja gar nicht besser aufs Tor bringen. Higuain. Pjanic. Pjanic mit dem Ball. Da verlieren sie den Ball. Ballverlust durch Bernardo. Dybala. Cristiano Ronaldo. Oh, viel Platz jetzt. Tor Nummer 1 in dieser Partie. Die verdiente Führung. Ja, es läuft für sie. Haben die Partie im Griff. Bisher haben ja nur die Tore gefehlt. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Guter Vorstoß da jetzt. João Felix. Weiter Gefahr nach Chessys Abwehr. Klasse vom Verteidiger. Blockt die Flanke ab. Ecke kommt. Matuidi kann klären nach dieser gefährlichen Ecke. Sie machen Matuidi die Räume eng. Guerrero. Guedes. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. João Felix. Was für eine Torchance hier aus kurzer Distanz. Sensationell gehalten von Chelsea. Und das macht er ihn. Sehr gut geblockt vom Abwehrspieler. Das wäre gefährlich geworden. Und Ronaldo. Dybala. Jetzt ist Platz für den Konter. Kommt jetzt die Flanke rein? Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Guedes. Khedira. Matthijs de Ligt. Pjanic. Ball bei Portugal jetzt. João Felix.
alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Da nimmt er die Defensive im Alleingang auseinander. Die sehen alle nicht gut aus. Aber vielleicht liegt das auch daran, wie er sich dann durchtankt. Trotzdem, Fragezeichen, was die Abwehr betrifft. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Jetzt der Ballverlust. Und Higuain. Ronaldo. Gut verteidigt. Pizzi. Higuain. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Bernardo. Stark gemacht, das könnte was werden. Kein Tor. Chesney ist der Sieger in diesem 1 gegen 1 Duell. Ecke in die Mitte. Dybala. Da sehen wir es. Immer wieder tolle Torchancen auf beiden Seiten. Ein offenes, ein spektakuläres Spiel. Wer das gewinnt, kann ich nicht sagen. Bernardo. Er hat Zeit. Jetzt eine gute Flanke. Wichtiges Tackling hier. Sie verlieren den Ball. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Nun Pjanic. Matuidi jetzt. Ja, da gehen sie sofort drauf, holen sich den Ball. Ballverlust. Weiter Portugal, Vorteil. Freistoß für die Portugiesen. Pizzi. Bruno Fernandes. Jetzt haben sie den Ball wieder. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Higuain. Wird das eine Torchance? Sie holen sich den Ballbesitz. Kann er was draus machen? Da muss er aufpassen. Nach 45 Minuten steht es hier 1-1. Da können wir gespannt sein, was in Durchgang 2 noch passiert. Wie denkst du bislang über Cristiano Ronaldo? Sein Tor hat er gemacht, aber mit diesem Remis kann er alles in allem natürlich nicht zufrieden sein. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Matuidi. Alexandro am Ball. Sie lassen den Ball gut laufen. Schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Matuidi. Ball schon wieder weg. Gut gemacht. Bernardo Silva. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ist ja nicht nur mit dem Fuß stark, auch seine Kopfbälle sind eine echt schöne Aktion. Da ist die Szene vorbei. Ah, kein guter Abschlag. Was können Sie jetzt draus machen? Das gibt Einwurf. Nun Cuadrado. Jetzt Khedira. Khedira. Abseits. Ist wohl ein Tick zu früh gestartet. Guerrero. Bruno Fernandes.
Jetzt Ronaldo am Ball. Flanke von Cristiano Ronaldo. Niemand kommt an den Ball. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Torwart kommt an den Ball. Tolle Aktion. Das ist vielleicht die Chance durch die Ecke. Die Fans hoffen auf die Führung jetzt bei dieser Ecke. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Dybala, klasse Zuspiel. Cristiano Ronaldo. Flanke von Cristiano Ronaldo. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Bernardo Silva. Ball bei Moutinho. Oh ja, da merkt man, wie die Fans durchatmen. Das hätte gefährlich werden können. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Wäre die Konterchance gewesen, aber sie verlieren den Ball. Was macht er draus? Und Cristiano Ronaldo, Steilpass. Und da ist die Szene auch schon wieder zu Ende. Fängt diesen Ball ab. Jetzt das Anspiel auf dem Flügel. Khedira. Steilpass von Higuain. Juan Cuadrado. Jetzt hat er den Ball. Macht sich ganz lang. Was für eine Parade. Sie führen die Ecke kurz aus. Blaise Matuidi. Er versucht's. Wichtig, dass er da eingreift. Ja, sonst hätte es richtig gefährlich werden können. Er hechtet dahin, lässt nichts anbrennen. Ecke wird kurz ausgeführt. Matuidi. Gute Aktion. Am Ball ist Paulo Dybala. Auch hier ist er zur Stelle. Gute Defensivarbeit von ihm. Bernardo. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ja, der nächste tolle Pass. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Er überzeugt heute als Passgeber. Cristiano Ronaldo. Am Ball ist Paulo Dybala. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Cristiano Ronaldo kommt. Ballverlust durch Cristiano Ronaldo. Und Alexandro. Cristiano Ronaldo. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Das muss er besser timen. Hier ist es dann abseits. Und Ronaldo. Pereira. Ronaldo. Bruno Fernandes am Ball. Pereira! Tor für die Portugiesen! Da kommt ihm seine ganze Technik zugute. Ganz stark im 1 gegen 1. Aber Wolf auch nicht wirklich gut verteidigt. Und so gibt es dann das Gegentor. Die Portugiesen liegen vorne. Es geht weiter. Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. Cristiano Ronaldo. Jetzt kann er die Flanke bringen. Wenn sie aus dieser Ecke jetzt was machen, ich glaube, dann war es das. Alles richtig gemacht vom Unparteiischen. Erster Vorteil, jetzt doch noch verspätet gelb. Ja, macht er gut. Genauso musst du in der Situation reagieren. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Sie verlieren den Ball. Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Ja, das sieht gut aus. Guerrero. Bruno Fernandes. Nur Moutinho.
Pereira. Jetzt ist er durch. Cristiano Ronaldo. Gute Aktion vom Keeper hier. Er hält den Ball und sein Team damit im Rennen. Ja, es bleibt bei einem Tor Rückstand und das ist natürlich aufholbar. Der Pass sehr ungenau. Wird abgefangen. Dabei brauchen sie so dringend einen Treffer. Steilpass von Higuain. Cristiano Ronaldo. Das ist noch gefährlich. Da kommt die Unterstützung der Fans. Diese knappe Führung gerät langsam in Gefahr. Guerrero. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Pereira. Kein Tor. Er setzt den Ball daneben.